In letzter Zeit kriege ich immer mehr Nachrichten, was ich denn tue, um so gut auszusehen. Deswegen will ich dir heute mal meine Routine zeigen. Als Labrador ist die Fellpflege natürlich entscheidend, weshalb ich regelmäßig baden muss. Ich finde Baden im See oder im Fluss viel cooler als zu Hause, aber manchmal geht es nicht anders und mein Assistent zwingt mich in die Badewanne. Ich wehre mich jedes Mal dagegen, aber am Ende verliere ich immer. Es ist schade. Naja, komm. Aber man kann es nicht ändern. Das Leben geht weiter. Muss das wirklich sein? Ich will nicht. Wenn ich baden gehe, habe ich immer ganz viele Badeenten dabei, weil das entspannt mich ein bisschen und lenkt mich ab. Außerdem finde ich die total süß. Hilfe, Hilfe, ich werde unterdrückt. Jetzt kommen wir aber zur eigentlichen Pflege. Ich verlinke euch meine Produkte in der Beschreibung. Wir benutzen ein Shampoo und einen besonderen Schwamm, damit das Shampoo richtig schön tief in mein Fell eingearbeitet werden kann. Zuerst muss mein Fell nass gemacht werden. Das fühlt sich eigentlich ganz gut an, aber du musst auf jeden Fall auf die Temperatur des Wassers achten. Zu warm oder zu kalt ist beides doof. Wenn das Fell richtig schön feucht ist, dann ist es an der Zeit, das Shampoo einzumassieren. Und da musst du auch echt gründlich sein, bloß keine Stelle vergessen. Fühlt sich wie eine Massage an. Stehe ich eigentlich ein bisschen drauf. Vor allen Dingen am Poppes, da habe ich es besonders gern. Achte darauf, keine Stelle auszulassen. Nur am Kopf musst du ein bisschen vorsichtig sein. Ich mag es nämlich gar nicht, wenn ich Wasser in die Ohren bekomme. Und ich glaube, das ist auch nicht so gut. Aber sehe ich nicht süß aus mit der Ente in meinem Maul? Wenn das Shampoo überall verteilt ist und auch vielleicht ein paar Sekunden eingezogen ist, dann ist es an der Zeit, alles gründlich auszuspülen. Auch hier wieder auf die Temperatur achten, wie du weißt, nicht zu heiß und nicht zu kalt, sodass es angenehm ist. Beim Ausspülen musst du besonders gründlich sein. Es ist ganz wichtig, dass das ganze Shampoo wirklich ausgewaschen wird. Und wenn du das geschafft hast, dann ist es auch schon an der Zeit, nicht abzutrocknen. Dabei kannst du eigentlich nicht viel verkehrt machen. Mach mich halt vernünftig trocken, wa? Ansonsten mache ich dir die Wohnung oder das Haus komplett nass und ich verteile den Dreck auf den Boden. Ja, ist halt so. Gib dir Mühe. Hier, was der Quatsch soll, weiß ich auch nicht genau, aber ich glaube, das kannst du dir schenken, das braucht man nicht. Da ich nach dem groben Abtrocknen noch immer ein bisschen nass bin, zieht mein Assistent mir ein Ganzkörperhandtuch an, damit ich wirklich hundertprozentig trocken werde. Im Anschluss ruhe ich mich dann erstmal ein bisschen aus, weil das wirklich total anstrengend für mich ist. Nach einer kurzen Pause kümmert sich mein Assistent um meine Zähne. Das ist total wichtig für mich, weil weiße Zähne zum einen gut aussehen und zum anderen bekomme ich später hoffentlich keine Probleme. Das wäre wirklich sehr ärgerlich, weil, wie jeder weiß, sind Zahnschmerzen echt doof und tun total weh. Also liebe Freunde, Tipp für euch, putzt euch eure Zähne. Hopp, 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 alles wird geschrubbt. Meine Krallen brauchen nicht geschnitten werden, weil die sich beim Gassigehen von alleine ablaufen. Einzig und allein die Wolfskralle muss geschnitten werden. Die berührt den Boden nie. Das muss alle paar Wochen mal gemacht werden, weil sonst kann es auch hier zu Problemen kommen. Zeit für eine kleine Runde, fang den Schwanz. Yay, ich hab ihn! Woo! Wa? Ey, komm her! Ah. Komm her, fast! Ich versuche den neuen Shampoo-Geruch direkt wieder abzustreifen. Hier Erde, feuchte Erde, das riecht doch viel, viel besser. Fell, feuchte Erde. Geil.
Damit mein Fell jetzt richtig glänzt und ich vor allen Dingen auch nicht so schwitze im Sommer, wird Zeit, ein bisschen die Unterwolle rauszukämmen. Guck mal, was da alles rauskommt. Ist das nicht erschreckend? Normalerweise landet das alles in der Wohnung, aber zum Glück muss ich's nicht sauber machen. Zum Schluss kümmert sich mein Assistent um meine Pfoten. So wie ihr Menschen eure Hände eincremt, cremt mein Assistent meine Pfoten ein, damit die immer schön weich und zart sind. Das war's. Jetzt bin ich wieder schick und bereit für mein nächstes Date. Ich rieche jetzt gut, mein Fell sieht toll aus und meine Nägel sind geschnitten. Da kann doch eigentlich nichts mehr schief gehen. Oder wie siehst du das?